Das Gesundheitswesen, wie wir es kennen, verändert sich in hohem Tempo. Krankenhäuser, Ärzte, Zulieferer und Pflegepersonal legen zunehmend mehr Wert auf die Patientensicherheit und die Verbesserung der Pflegequalität am Bett des Patienten. 2010 hat das US-amerikanische Nationale Zentrum für Patientensicherheit neue Richtlinien für die Pflegestandards eingeführt. Um die Zahl der Stürze von Patienten zu reduzieren, Wundliegen und Druckwunden wirksam zu vermeiden, sowie die Früherkennung und Aktion bei Zustandsverschlechterung eines Patienten zu verbessern. Um Krankenhäusern bei der Umsetzung solcher Richtlinien zu helfen, ist EarlySense stolz, sein neues Überwachungssystem vorzustellen. EarlySense ist ein kontaktfreies System, das die Bewegungen sowie die Herz- und Atemfrequenz des Patienten erkennt, misst und dokumentiert. Die Vitalfunktionen werden, sobald der Patient im Bett liegt, permanent überwacht. Und so funktioniert es. Das EarlySense-System besteht aus drei Komponenten. Der bewegungsempfänglichen Sensoreinheit, die unter der Matratze platziert wird. Dem Bettmonitor, der die gemessenen Daten anzeigt und dokumentiert. Und einer zentralen Wiedergabestation im Schwesternzimmer, die die Vitaldaten von bis zu 36 Patienten in Echtzeit wiedergibt und außerdem Informationen und Alarme an Pager oder Mobiltelefone überträgt. Die Sensoren werden aktiviert, sobald der Patient im Bett liegt und überwachen ihn 100% automatisch, ohne Personaleinsatz. Der Patient ist weder mit Kabeln noch Schnüren verbunden und kann sich jederzeit frei bewegen. EarlySense hilft aktiv bei der Prävention von Druckwunden sowie Stürzen von Risikopatienten. EarlySense erlaubt dem Pflegepersonal jederzeit, den Zustand aller Patienten zu überwachen, egal wo sich die zuständige Pflegeperson gerade auf der Station aufhält. Detaillierte Grafiken und Verlaufsdokumentationen für Ärzte werden ebenfalls gespeichert. Diese personalisierten Dokumentationen über die Zustandsentwicklung der Patienten dienen aktiv der Behandlungskontrolle und der Verringerung von Krisensituationen. Das Stationsleben vor EarlySense bestand aus Schwestern, die alle 4 Stunden die Vitalfunktionen jedes Patienten gemessen haben und dann ihre Aufmerksamkeit den gefährdetsten Patienten widmeten. Seit der Einführung von EarlySense können sie sich auf die Risikopatienten konzentrieren, ohne dabei weniger kritisch Kranke zugleich vernachlässigen zu müssen. Ich denke, dass jedes Krankenhaus von den Vorteilen dieses Patientenüberwachungssystems profitieren kann. Wir haben viele Fälle erlebt, bei denen das System rechtzeitig Probleme angezeigt hat, bevor diese zu Krisen werden konnten. Am 1. Dezember 2009 wurde ein männlicher Patient mit einer Kopfverletzung infolge eines Sturzes eingeliefert. Ein Hochrisikoalarm machte die Schwester aufmerksam, die feststellte, dass der Patient zu ersticken drohte. Eine Absaugbehandlung und atemunterstützende Maßnahmen erfolgten sofort. Und der Patient konnte schon am nächsten Tag entlassen werden. Wir fanden zahlreiche äußerst wichtige Parameter, die mit EarlySense verbunden waren. Darunter die Dauer des Klinikaufenthaltes eines Patienten, die durchschnittlich einen halben Tag kürzer war. Die Anzahl der Verlegungen von Patienten auf die Intensivstation wurde mehr als halbiert. Hinzu kam die Verringerung von Druckwunden um 2/3 sowie der Patientenstürze um mehr als 60%. EarlySense hat das Potenzial, die Kosten der Pflege im Krankenhaus deutlich zu reduzieren und zugleich die Qualität der Pflege und des Pflegealltags zu verbessern. EarlySense, das kontaktfreie und automatische Patientenüberwachungssystem, erlaubt die Früherkennung von Zustandsverschlechterungen der Patienten und im Ergebnis einen höheren Grad an Patientenversorgung und Patientensicherheit.